Sehr verehrtes Universum, erst einmal möchte ich meinen Dank aussprechen dafür, dass es hier so viele schöne Steine gibt. Danke! Des Weiteren möchte ich mich beklagen, dass ich manchmal ziemlich verwirrt bin durch die Gedanken, die du als Universum durch mich denkst. Drittens freue ich mich, dass es so viele tolle Menschen gibt, die sich für Menschen halten. Die sich so verhalten, dass ich Freude habe, wenn ich ihre leuchtenden Augen sehe, ihre Stimmen erklingen höre, ihre Hände tanzen sehe und den Rest des Körpers auch gerne beim schwingenden Schwung der Lebendigkeit verfolge. Ja. Des Weiteren bin ich sehr davon angetan, von dem Element Wasser, das in fließender Form unglaublich optische Eindrücke in meinem sensorischen Empfindungsapparat hinterlässt. Doch die Erinnerung ist nie so gut wie der direkte Eindruck. Auch die Geräusche finde ich sehr gut. Und die Tiere. Ich finde alle Tiere gut. Selbst die Parasiten und die Viren und die Monster. Ja. Sehr geehrtes Universum, ich fühle mich geehrt, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen, als ein Ausdruck Ihrer selbst kann ich mich einfach nur glücklich schätzen, hier so friedlich sitzen zu dürfen, ohne mich selbst sehen zu können. Die Empfindungen dieses Körpers sind schon genug der Ansprache wert. Des Weiteren verfolge ich außerdem noch den Ansatz der Improvisation. Also, bis jetzt war alles gar nicht so arg, wie es vielleicht damals einmal war. Es war mal sehr arg, also wirklich intensiv, ein intensives Erlebnis von etwas wie, wenn sich der Geist in sich selbst erbricht und der Verstand unter dem Nichtverstehen so sehr leidet, dass es sich selbst abschaffen will. Nun ja, macht nichts, ist ja schon wieder vorbeigegangen. Das ist ja das Gute an Ihnen, sehr geehrtes Universum, dass Sie diese Unbeständigkeit eingebaut haben, diese sogenannte Vergänglichkeit der labilen Zustände, die manchmal so eindringlich wirken, dass es dem, der Sie glaubt zu haben scheint, zu viel wird und Sie nicht haben will und doch kaum versehen, sind Sie schon wieder vorüber. Ja, ich bedanke mich für den Sonnenschein. Ich mag das Licht und die Wärme sehr gerne. Auch gestern war ein Tag. Es war vielleicht der fucking World Day. Es war ziemlich kalt und windig und regnerisch. Und man hat auch denken können, so wie ich, dass auf der Welt auch manchmal es nicht so schön ist oder angenehm, weil
es auch Schmerzen geben kann für einen kleinen Erlebenden, der sich in seiner Begrenztheit selbstverzweifelnd sehnt nach einer Weite und sanften, friedlichen Demut, in der bla bla keine Hausaufgaben mehr gemacht werden müssen und kein Stress mehr vermieden werden braucht und es keinen mehr gibt, der gestresst werden kann. So, vielen Dank, Universum, für diese Ansprache. Auf Wiederschön. Geschaut, schauen, sehen Sie doch. Jetzt immer noch, so wie Sie hören und empfinden, das Erlebnis der Wirklichkeit, die sich ständig selbst verwirklicht. Halleluja. Om Sat Chit Ananda. Namaskana Kutakwak A Om. Om, 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 Om.